Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte euch heute meine wunderschöne ganze Geburtstagspost zeigen. Also ganz viele Inspirationen für euch, Karten, Verpackungen, wirklich ganz viele. Ich habe die alle hier an der Seite liegen und kommen jetzt gleich nach und nach ins Bild. Und ich freue mich total, dass ich so schöne Post bekommen habe und das muss ich euch zeigen, weil das sind so wunderschöne, ganz besondere Karten und ganz tolle Sachen dabei, die ich euch unbedingt zeigen muss. Und zum anderen wollte ich dann am Ende des Videos, also da blende ich euch jetzt einfach mal die Zeit ein, ab wann es dann da losgeht, noch eine kleine Aktion von Stampin' Up sagen, und zwar während der Celebration für jeden, der überlegt, Stampin' Up Demonstrator zu werden, was es da jetzt im August für ein Angebot gibt. Da komme ich dann später noch ganz kurz drauf zu sprechen. Also so ein kleines Info-Update. Aber vorher kommen die absoluten Highlights, diese wunderschönen Karten. Und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Also ihr habt die Zeit und könnt gucken, was euch, wenn es euch interessiert, dann könnt ihr da noch dranbleiben. Also, ich starte mit meiner Geburtstagspost und mit ja, einem Set, das mich total umgehauen hat, wirklich. Zum einen natürlich sind die Mondblumen drauf, ihr seht selber. Wunderschön, ganz toll gestaltet, hier im Hintergrund noch so geprägt sogar die Blüte und ein bisschen koloriert. Habe ich hier eine ganz besonders schöne Karte bekommen. Das ist also eine Karte mit inklusive Verpackung von der lieben Barbara aus meinem Team. Hinten wunderschöner Text, auch mit Computer und so, also total schön geschrieben alles, also wirklich toll gemacht. Und das muss ich euch jetzt gleich mal als erstes zeigen. Also erstmal die wunderschöne Verpackung im gleichen Design. Wirklich mit meinem Lieblingsset und ganz tolle Farbkombination finde ich das auch. Da ist halt ein bisschen was Süßes für mich drin zum Snacken und unten noch so ein Cappuccino und so. Also einfach so eine Schiebeverpackung, wo man noch schön was unterkriegt und eben auch ganz schön mit diesem Etikett noch verziert und so. Also total schön gemacht. Und dazu hat die Barbara eben diese wahnsinnige Karte gestaltet. Die kann man hier an der Seite aufmachen und dann hat man hier erstmal noch, also das ist das absolute Highlight, das zeige ich euch gleich. Ich zeige euch jetzt erstmal, hier kann man das so ganz schön nach oben machen mit so einem Magnet, auch wieder verziert von Herzen. Und dann ist hier so eine Verpackung drin für eine Maske und noch ganz lecker, ne, Jukodette. Also voll schön und voll lecker, die kommt jetzt dann gleich bei mir in den Kühlschrank. Und auch so richtig edel mit dem Verschluss. Das ist so schön gemacht und ach, das ist einfach toll. Und dann müsste ich hier mal gucken. Ich muss mal schauen, dass ich da richtig schön im Bild bin, was hier passiert. Wow. Also das hat mich total umgehauen mit diesem Schiebemechanismus. Geht hier so die Vase auf und man hat hier so einen richtig schönen Blumenstrauß zum Hinstellen. Also das finde ich ja mega schön. So schön mit meinen Mondblumen. Und also total tolle Karte mit diesem Mechanismus, dass das auch so, dass das so sanfter gleitet. Das ist wirklich schön. Und ich finde, die Karte ist echt bombastisch. Also so viel Arbeit und so viel Mühe, wie da drin steckt. Mich hat es wirklich umgehauen, als ich die aufgemacht habe. So schön. Vielen, vielen lieben Dank, Barbara. Ich freue mich total darüber und ich kann eigentlich gar nicht wirklich aufhören. Und wie gesagt, man kann die sich dann so aufs Regal stellen. Die steht ja super und hat dann so einen Blumenstrauß zum Hinstellen aus Papier, den man nicht gießen muss und der für immer hebt. Das ist einfach nur traumhaft schön. Vielen, vielen lieben Dank. Und das ist vielleicht eine tolle Idee für euch als Set. Hier im Hintergrund übrigens auch noch die aus Pergament, die Blüte. Auch ganz schön gestaltet. Wirklich eine ganz besondere Karte und eine wunderschöne Verpackung. Und ich freue mich total darüber. Total schön. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Also ich habe hier den ganz großen Stapel liegen mit der nächsten Karte. Die nächste Karte ist von der lieben Sandra und die ist auch wunderschön. Die ist mit diesen gestitchten Blumen gearbeitet. Die finde ich ganz toll. Die sind mir im Katalog irgendwie gar nicht so richtig aufgefallen. Und dann ist im Team so ein bisschen damit gepostet worden. Und dann habe ich gedacht, wow, die sind echt toll. Und auch dieses Hintergrundetikett ist ja auch aus den Mondblumen. Finde ich auch total schön. Das passt so richtig dazu. Und das sind ganz besondere Farben, finde ich. Also von den Farben her total schön kombiniert. Und auch fast, also finde ich eine ganz tolle Farbkombination. Innen drinnen ist auch nochmal die Blüten
angebaut mit dem Zweig auch. Also die sind alle so gestitcht, das sieht echt toll aus. Vielen, vielen lieben Dank, Sandra. Gefällt mir total gut. Die nächste Karte ist auch so eine kleine Highlights-Karte, wie immer. Die ist von der lieben Heidi. Also, die ist auch was ganz Besonderes. Also, die hat auch wieder einen Effekt und die ist auch wunderschön, finde ich, von vorne gestaltet mit den großen Schmetterlingen. Tausend bunte Wünsche für dich. Und wenn man die so aufmacht, ich muss da nur kurz was über den Text kleben. Genau, jetzt also. Wenn man die so aufmacht, dann poppt sich hier das Schmetterling so auf. Also ich muss jetzt mal ein kleines bisschen rausgehen mit der Kamera. So. Also seht ihr das, wie das schön absteht hier, wie das schön aufpoppt, wenn man es von oben aufmacht? Wow, super cool, oder? Mit den zweifarbig hinterlegten Schmetterlingen, also total schön. Finde auch, dass sich das mit dem Anthrazit total gut macht und die Farbkombination ist ganz schön. Hier unten ist eben das Feld zum Beschriften der Karte, also da hat man auch noch viel Platz. Man könnte es zur Not auch nach hinten drauf schreiben. Also auch wieder eine ganz, ganz coole Karte. Richtig, richtig schön. Übrigens, die ganzen Kanäle von meinen Mädels würde ich euch in die Infobox unten setzen. Also es kommen gleich auch noch ganz viele Karten, wo es auch Anleitungen gibt. Und ich setze euch das alles in die Infobox, dann könnt ihr da stöbern gehen. Also wirklich auch wieder eine wunderschöne Karte. Vielen lieben Dank, Heidi. Und da kann man auch nicht aufhören, dass man die ständig auf und zu macht und guckt, wie einem die Schmetterlinge da entgegen poppen. Wirklich schön. Total toll. Die nächste Karte ist eine Shaker-Karte, eine Schüttelkarte von der lieben Manu. Also man hat hier vorne das Schüttelfenster und da sind Blümchen und Herzen drin. Und man kann auch nicht aufhören, da rumzumwackeln. Also ich muss mich da zusammenreißen, dass ihr die Karte schön anschauen könnt. Hier mit dem Happy Birthday, also so ein kleines Schüttelfenster vorne drauf gesetzt. Total schön. Schöne Farbkombi auch wieder. Auch innen bestempelt. Und ich halte euch auch immer rein, wenn ich sowas hier sehe auf der Karte. Dann halte ich euch das auf jeden Fall rein, wie ihr die Manu jetzt in dem Fall findet. Ich schau mal bei der Heidi. Steht jetzt nichts drauf. Also wenn ich was finde, dann halte ich euch das immer so rein. Und das ist auch wieder so eine coole Karte mit ein bisschen Mechanismus sozusagen und mit ein bisschen, wo man wieder nicht aufhören kann. Auch ganz toll. Und ich finde es auch schön, dass das Happy Birthday so regenbogenfarbig schimmert. Ich hoffe, die Kamera fängt es ein. Das ist ganz witzig. Ganz coole Karte. Vielen, vielen Dank, liebe Manu. Die nächste Karte ist auch wieder eine ganz tolle Karte. Eine Schmetterlingskarte. Da muss ich jetzt noch kurz gucken, wo der Text ist hinten drauf. Ja, okay. Also die kann ich euch einfach aufmachen. Die ist von der lieben Petra. Und die ist auch wieder so eine, ich glaube, ich zeige es euch mal von oben. Boah, das ist so eine Bäm-Karte, oder? Also von der Seite mal eingefangen. Nochmal. Boing, 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 boing. Also die ist auch wieder total cool. So eine mega coole Karte. Hier mit diesem Spezialeffekt mit den Schmetterlingen, die da so auffloppen und da durch die Gegend sausen. Also die kann man auch ganz witzig hinstellen eigentlich. Und hat da so eine treppenförmige Schmetterlingskarte. Finde ich eine super tolle Idee, habe ich auch noch nie gesehen. Und total schön. Und das ist, ja, ihr kennt mich ja. Also ihr wisst es, dass ich da nicht aufhören kann und da ständig rumspielen muss. Also eine super tolle Sache von der Petra. Und ich möchte euch das auch reinhalten, aber ich brauche da kurz was zum drüberlegen. Hier findet ihr die Petra. Pepes Kartenwerkstatt. Genau. Also hinten drauf hat man eben noch den Platz zum Grüße unterbringen und innen drin einfach diesen tollen Mechanismus. Das ist schon eine Karte. Also das ist eine echt eine coole Kartenform, muss ich sagen. Und dann eben noch die schöne Banderole außenrum mit dem Schmetterling wieder aufgegriffen. Dem schönen Schmetterlingspapier, also einfach eine tolle Karte. Vielen, vielen Dank, liebe Petra. Gefällt mir sehr, sehr gut. Die nächste Karte ist auch wieder eine ganz besonders schöne Karte, wie ich finde, weil, also die Karte ist von der lieben Franny und ich finde das total cool, dass sie hier diese Blumen in den Hintergrund embossed hat und dass sich das farblich so zusammenmischt. Also das sieht so gut aus mit dem Hintergrund und dann diese embossten Blumen dann auskoloriert, also drüber gestempelt nochmal und sorry, ich bin jetzt ein bisschen außer Atem. Aber ich finde, das ist eine ganz, ganz schöne Karte. Wünsche dir einen schönen Tag, auch eine tolle Schrift und eigentlich eine ganz einfache Karte, aber die hat mich auch total. Ich finde die wunderschön. Ich finde es toll, wenn man mit so wenig Sachen eigentlich, also
trotzdem so eine Wirkung erzielen kann. Und es sieht, irgendwie sieht es richtig 3D-mäßig aus, obwohl es eigentlich ganz flach ist und nur hier ein bisschen 3D. Also ich finde, die Karte hat was ganz Besonderes. Schaue ich mal innen, ist ja auch gestempelt. Ich halte es euch wieder zu. Genau, also wirklich eine ganz coole Karte. Vielen, vielen lieben Dank, Franny. Gefällt mir auch sehr gut. Die nächste Karte ist von der lieben Conny. Und die ist mit einem Set gestaltet, mit dem ich schon, also ich wollte das mir eigentlich unbedingt kaufen und ich habe es nicht bestellt und ich finde es wunderschön. Also das war so ein Set, wo ich mir die ganze Zeit überlegt habe, komm, bestelle ich das noch oder nicht? Und ich finde, das ist eine ganz schöne Karte und dieses Set gefällt mir auch unheimlich gut. Ich finde auch die Farben mal ganz anders. Also ich kombiniere so die Farben, glaube ich, nicht sehr oft. Ich bin immer nicht so der Rot- und Blau kombiniert, aber ich finde, es schaut richtig schön aus. Und das ist so ein richtig schönes Blumenbouquet. Und dann, was ich auch ganz cool finde, ist, dass die Conny hier die Ecken alle abgerundet hat, also alle vier und hier auch noch die äußeren beiden Ecken. Und das macht sich auch nochmal ganz cool. Das schaut nochmal ganz anders aus. Hintergrund auch so ein bisschen gesprenkelt. Also auch wieder eine ganz, ganz tolle Karte. Ich gucke, also innen auch ein bisschen gestempelt. Hier unten noch so. Und also vielen, vielen Dank, liebe Conny. Gefällt mir auch wieder total gut. Richtig schön. Die nächste Karte ist von der lieben Heike, hat auch wieder einen kleinen Spezialeffekt, nämlich man kann hier diese Fächer rausziehen und kann hier nochmal richtig viel Text unterbringen. Das finde ich total witzig, ist auch mal eine ganz süße Idee und was ganz anderes. Da kann man sie wieder reinschieben und wieder rausziehen und so. Und finde ich auch total schön und das ist mit diesem wunderschönen Tintenkunstpapier im Hintergrund gestaltet, mit diesen Goldelementen. Hier noch ein kleines Alles Liebe dabei, hoch sollst du leben. Also auch wieder eine ganz, ganz tolle Karte. Innen auch ganz viel nochmal mit Designerpapier. Also das ist auf dieser Seite hier auch. Die ist ein bisschen dicker, weil man dann natürlich diese Schildchen unterkriegen muss. Und das ist dann innen nochmal so richtig schön gestaltet und auch mit Stempel nochmal hier, mit den Blumenstempeln. Also echt eine coole Karte, wo man wieder nicht aufhören kann. Ne? Ihr wisst. Also vielen, vielen lieben Dank, Heike. Auch eine ganz, ganz tolle Karte. Die nächste Karte ist von meiner lieben Mami. Ja, die hat mir auch eine schöne Karte gebastelt. Die hat wieder ganz tolles Papier hier benutzt. Und die kann man so hinstellen. Das ist so eine Aufsteckkarte. Wunderschön. Also finde ich, die Farbkombination ist ganz, ganz toll. Hier oben drüber hat sie auch noch mit dem Papier gearbeitet. Und es ist eine ganz schöne Karte, finde ich von der Farbe her wirklich super schön. Mir gefällt es mit dem Aquamarin und mit dem zarten Orangeton. Das ist echt total schön. Und das ist halt super, weil man die Karte ganz flach verschicken kann auch, gell? Im Kuvert zum Beispiel, also könnte man machen. Und dann einfach so richtig schön aufstellen kann. Ich liebe das, wenn es so Aufstellkarten sind. Also vielen, vielen lieben Dank, Mama. Ganz, ganz schön gebastelt. Die nächste Karte ist von der lieben Linda. Die finde ich auch sehr, sehr schön. Ich muss jetzt mal gucken. Ich halte euch das jetzt in der Mitte wieder mal zu. Also innen ist es auch gestempelt mit dieser wunderschönen Blüte. Da habe ich auch noch eine Idee mit der Blüte. Da muss ich noch was basteln. Und außen auch so gestempelt, kombiniert mit diesem Blütenpapier, mit den Farben so schön. Das stellt sich also auch so ein bisschen auf. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Also auch total cool. So eine schöne Karte, wieder auch schöne Farben. Und gerade mit diesem Papier, also ich finde das Papier sehr schön, aber ich bin immer für solche Motive, weiß ich oft nicht, was ich damit machen soll. Und auf dieser Karte, finde ich, ist es total gut gelungen. Das schaut richtig gut aus. In Kombination mit dem Stempel, das ist also echt mega cool. Sehr witzig gemacht, oder? Wie das da auch so eingebaut ist mit diesen Ausschnitten hier und mit diesen Schildchen, dass sich so automatisch nach oben stellt. Sehr schön gemacht. Vielen, vielen lieben Dank, Linda. Gefällt mir sehr gut. Die nächste Karte ist von der lieben Beate. Ich muss auch die Schrift innen drin noch zuhalten, weil da muss ich euch noch was zeigen. Ich schnapp mir wieder den Katalog, leg den hier rein. Also erstmal von außen. Machen wir es von vorne, gell? Also von außen einen lieben Geburtstagsgruß mit Schmetterling, mit den schönen Blüten im Hintergrund. Das sieht auch sehr schön aus. Gefällt mir sehr gut. Und wenn man die Karte dann aufmacht, hat man hier noch einen Wasserfall. Süß, oder? Ah, ich liebe Wasserfallkarten. Das ist einfach toll. Alles Liebe. Dann hier mit der Mohnblüte für dich. Ein Geburtstagsbärchen.
Schöne Augenblicke sind das Glück des Lebens und genieß deinen Ehrentag mit Embossing. Also ganz toll gemacht, wirklich schön. Wasserfallkarten sind einfach toll. Und auf dieser Seite ist eben auch noch viel gestempelt und beschrieben. Sieht ein bisschen da oben die Blumen noch. Also auch eine ganz, ganz schöne Karte. Gefällt mir total gut. Vielen, vielen Dank, liebe Beate. Richtig schön. Mit Wasserfall einfach toll. Für die nächste Karte gibt es ein Anleitungsvideo bei YouTube von der lieben Claudi. Claudis Bastelgestöber. Wie gesagt, ich verlinke euch alle unten. Und man hat hier so eine Klappenkarte. Würde ich es jetzt mal nennen. Die macht man hier oben auf mit dem Schleifchen und hier unten mit dem Schleifchen. Und dann kann man die Karte so aufklappen in die eine Richtung und aufklappen in die andere Richtung. Das finde ich jetzt total witzig. Hier könnte man theoretisch auch noch was hinterstecken, also nochmal ein Zettelchen mit was beschriftet und die Schildkröten vielleicht unten hinkleben oder so. Also da kriegt man auch noch viel mehr Text unter, wenn man das möchte, aber ich finde es so auch total schön. Ich finde diese Form ist einfach total cool, wenn man diese vor sich liegen hat. Und natürlich mit Meeresschildkröten und mit einem Walfisch und so total schön. Zeig sich mal nah. Das Papier ist auch toll, im Hintergrund kommt es so schön raus. Und ich glaube, es ist braungrün als Grundkarte, also eine meiner Lieblings-Ink-Color. Und hinten drauf habt ihr dann viel Platz zum Schreiben und euren Text unterzubringen. Also ganz toll. Finde ich auch eine richtig coole Kartenform. Und ich mag das ja, wenn das so Klappen hat. Ich finde es auch bei Alben immer toll, wenn da so Klappen sind und so. Dann finde ich das immer total spannend. Vielen Dank, liebe Claudine. Eine wunderschöne Karte. Dann habe ich noch eine Karte, die eigentlich jetzt nicht zum Geburtstag war, aber die ich auch bekommen habe von der Andrea und die ich euch auch zeigen muss, weil ich sie so schön finde. Ich schicke dir ein Lächeln, das kann man ja immer wieder zwischendurch mal ganz gut gebrauchen. Und die Andrea hat mich da ganz gut erwischt an der Stelle. Also hat mir damit so einen schönen Schmetterling und auch wieder mit diesem tollen Etikett eine wunderschöne Karte gemacht, die auch hier vom Hintergrund her so ein bisschen speziell ist, weil das halt so schön ineinander übergeht und ganz toll aussieht. Und ja, die wollte ich euch nicht vorenthalten. Also von der lieben Andrea, vielen, vielen lieben Dank. Die wollte ich euch noch kurz mal zeigen. Ich halte euch die Andrea jetzt mal hier so rein. Die Andrea hat auch einen YouTube-Kanal und ich zeige euch jetzt auch meine Geburtstagskarte von ihr. Muss ich schnell ausbuddeln. Und da gibt es auch eine Anleitung dazu auf jeden Fall. Und genau, schaut da gerne auch auf dem Kanal vorbei. Einmal hat sie mir so eine Box gemacht und dann ta-da-da-da, kommt hier die Geburtstagskarte raus. Und mit diesem Papier, das macht sich schon so richtig wow. Das ist auch eine mega tolle Karte. Da gibt es, wie gesagt, eben die Anleitung auch. Und die ist auch wieder was ganz Besonderes, die Karte. Schaut mal das an. Also, das ist mein Blumenbouquet ganz anders. Im Briefkuvert, also wirklich eine mega Idee. Finde ich total witzig. Und ist halt einfach toll, wenn man das aufmacht und dann sausen hier die Blumen so raus. Also wunder, wunderschön. Und ja, wie immer eine schöne Farbkombination und was Besonderes. Und ja, Andrea macht immer so schöne Sachen. Das ist einfach so. Hoppla. Hinten drauf kriegt man noch viel unter, viel Text, was zum Stempeln. Und das ist einfach eine bombastische Karte. Also wie gesagt, da gibt es eine Anleitung. Und Andrea, wie immer, ich bin immer begeistert von deinen Sachen. Das ist einfach nur total schön. Und mit dieser Box eben auch, das finde ich ja so richtig pompös. Also das passt so gut dazu. Deswegen habe ich die Box damit mit dran gelassen, weil das eben so richtig mit dem Goldpapier, das schaut einfach toll aus mit dieser schwarzen Box. Mega schön. Vielen, vielen Dank, liebe Andrea. Die nächste Karte, jetzt bin ich irgendwie gerade an der Kamera hängen geblieben. Ich hoffe, ich kann euch das rausschneiden. Die nächste Karte ist von einer ganz lieben Kundin von mir, von der Sabine. Und die möchte ich euch auch nicht vorenthalten, weil die Sabine macht immer ganz besondere Sachen. Also das ist immer speziell, nie so von der Stange, immer auf jemand persönlich gemacht, finde ich. Und einfach Sabine. Also es ist immer was Besonderes. Und die Sabine schreibt auch immer ganz schön und schreibt auch gerne. Also sie stempelt jetzt inzwischen schon ein bisschen Sprüche, aber hat lange Zeit eben nur geschrieben und deswegen ist es auch immer so, ja, es ist immer besonders und ich wollte euch die Karte auf jeden Fall zeigen. Die hat sich jetzt so zwischen reingemogelt, also es kommen noch einige von meinem Team, aber die ist auch wieder wunderschöne kleine Bienenkarte, Sabine natürlich und ganz süß gemacht. Und innen drinnen ist sie auch so toll. Ich muss jetzt nur gucken, dass ich sie euch wieder so ein bisschen überdecke. Jeder Tag hat die Magie, eine
ein besonderer zu werden. Also so Sprüche sind der Sabine, glaube ich, auch ganz wichtig und das ist immer schön, die kriegt das immer so schön in die Karten noch mit eingebaut und eben auch mit diesen tollen Schriften, also wie so Kalligraphie, hoffentlich sage ich es richtig, das Ganze total gut und das ist halt einfach schön und dann hier noch ein bisschen geschriebener Text untergebracht und so. Also auch eine ganz, ganz schöne Karte. Und das finde ich auch witzig. Einzelstück. Genau, also das ist die Karte von der Sabine und die wollte ich euch unbedingt zeigen und ich habe mich sehr darüber gefreut. Ganz, ganz toll. Dankeschön, Sabine. Die nächste Karte ist von der lieben Julia. Die finde ich auch sehr, sehr schön. Ich finde die Farbkombination ist ganz toll mit dem Schwarz-Weiß und den pinken Tönen. Hier ist hinterlegt mit dem Herz. Doppelt. Hier ist, glaube ich, ein Glitzi abgebrochen. Da war bestimmt ein Glitzi dran. Da kann ich ja noch mal einen drüber machen. Ich habe genug. Aber der ist irgendwie verloren gegangen. Hier vorne der Text ist noch embossed in weiß. Also schön gemacht, oder? Also sie hat eigentlich hier im Prinzip ihr Designerpapier selber gemacht, würde ich sagen. Gestempelt. Und die Karte wirkt auch ganz schön. Also ich finde, die ist total harmonisch und das sieht richtig, richtig schön aus. Vielen, vielen lieben Dank, Julia. Gefällt mir sehr gut. Jetzt kommt wieder eine Karte, wo es eine Anleitung gibt, hier bei YouTube. Die Karte ist von der lieben Nadine, Hängebauchmaus. Und ist auch wieder eine ganz besondere Karte. Also man macht die hier vorne so auf. Sehr süß mit den kleinen Erdmännchen und mit den Kakteen. Die finde ich auch wunderschön. Zum Geburtstag ein Jahr voller schöner Momente. Und das ist so eine Pop-up-Karte mit so einem kleinen Spezialmechanismus. Man macht die hier auf. Also ihr seht, das ist so wie so eine ganz normale Pop-up-Karte, würde ich jetzt mal sagen. Und dann kann man hier die nochmal aufklappen und hier nochmal aufklappen. Jetzt bin ich schon fast nicht mehr im Bild. Muss ein bisschen schief halten. Und hat dann nochmal zwei Felder mehr, wo man noch Text unterbringen kann. Und das ist total schön. Finde ich wirklich toll. Poppt sich dann wieder so schön ein. Und das ist wie so eine kleine Geheimbotschaft fast schon. Also total toll gemacht. Wunderschöne Farben. Das Designerpapier gefällt mir total gut. Und hinten drauf hat man dann noch viel, viel Platz zum Schreiben. Also eine ganze Fläche zum Schreiben noch und auch wieder eine ganz tolle Karte und auch eine wunderschöne Hintergrundgestaltung. Also hier von dem Helleren ins Dunklere mit den Vögeln noch oben. Also es ist eine ganz tolle Wüstenkarte. Also wunderschön. Vielen lieben Dank, Nadine. Und schaut gerne bei der Nadine auch vorbei auf dem YouTube-Kanal. Da könnt ihr eben nach der Anleitung schauen. Und es ist wirklich eine schöne Karte, gefällt mir total gut. Und jetzt bleiben wir gleich dabei, weil ich habe hier noch ein Päckchen und eine Karte von der lieben Moni. Da gibt es nämlich auch eine Anleitung dazu. Auch für die Verpackung und für die Karte, glaube ich auch. Also die Karte ist auch wieder so eine coole Aufstellkarte. Seht ihr das? Und die finde ich. Ich finde die unheimlich schön. Also die hat, das ist eigentlich eine einfache Karte, aber ich finde es immer toll, wenn das so ein bisschen schief ist. Das mag ich. Und ich finde es mit dem Ring total schön und mit den ewigen Zweigen heißt das Stempelset, glaube ich. Ich finde, das ist einfach toll und die Moni macht da viel damit und die macht das immer total schön. Also ich finde das ganz, ganz toll. Die Farben schön. Ich finde die Karte ist ein Traum. Total schön. Gefällt mir richtig, richtig gut. Man könnte theoretisch auch hinten drauf nur was schreiben. Und hat aber, wie gesagt, eben diesen tollen Effekt, dass man innen rein schreiben kann und dass man die dann so aufstellen kann. Ich hoffe, ihr seht das, auch wenn ich das jetzt unten zuhalte mit dem Text, seht das ganz gut. So ein bisschen wie die Karte von meiner Mama eben war. Genau. Und da gibt es eine Anleitung, meine ich. Also da, ich glaube, da gibt es eine Anleitung auf jeden Fall auf ihrem Kanal. Und da weiß ich ganz sicher, dass es eine Anleitung gibt. Das ist auch so eine richtig coole Box. Voll das Gerät. So voll die große Box. Hier findet ihr die Moni. Wie gesagt, auch bei YouTube. Und das ist so eine Banderole, die kann man da abschieben. Und ich finde das Papier so ein Traum, das ist so schön. Das passt auch so gut mit dem Anthrazit zusammen, also wunderbar. Und dann kann man die aufmachen und man muss die eigentlich gar nicht, das ist so eine Verpackung, wo man nicht kleben muss. Das ist jetzt für mich ein guter Tee drin, der riecht schon so lecker. Und seht ihr, also die Verpackung ist komplett ohne Kleben, nur Falzen. Und es ist natürlich auch immer Bombe. Ich mag das, wenn es so eine coole Verpackung, relativ einfach, ohne Kleber, ist meistens auch relativ schnell gemacht. Und das mag ich total gern. Und ich finde, es hat einen tollen Effekt und sieht wunderschön aus. Und dann mit dieser bezaubernden Banderole da außenrum, gefällt mir total gut. Und
Ich finde die Farbkombination einfach mega schön. Kriege ich es außenrum gefummelt? Ja. Hier an der Ecke macht es noch nicht, jetzt aber. Also finde ich, ist eine ganz, ganz tolle Kombi auch. Ich finde, es passt, auch wenn es jetzt mal nicht im gleichen Farbschema ist, es passt wunderbar zusammen. Und ist wirklich, also ganz toll. Gefällt mir total gut. Vielen Dank, Moni. Wunderschön. Und der Tee, der riecht unheimlich gut. Da freue ich mich schon drauf zum Probieren. Jetzt kommt eine Karte von der lieben Ruth. Die finde ich auch total schön. Das ist so eine, wie so eine Windradkarte, kann man das sagen. Die ist total schön. Sieht super aus, finde ich. Also das ist ganz witzig gemacht. Geburtstagsgrüße. Und ich habe mich total über diese Karte gefreut, liebe Ruth. Die Ruth ist auf meiner zweiten Ebene. Innen hat sie noch ein bisschen reingestempelt. Herzlichen Glückwunsch. Und ich habe mich da total drüber gefreut, dass du mir eine Karte schickst. Das ist echt ganz, ganz lieb von dir. Und die Ruth ist auch die Schwester von der Andrea. Und ja, ich fand das total schön. Mich hat das unheimlich gefreut. Und ich finde die Karte total schön. Schön bunt. Und trotzdem mit Schwarz-Weiß kombiniert. Also finde ich toll. Ganz schöne Karte und vielen, vielen lieben Dank, Ruth. Die nächste Karte ist von der lieben Swantje und die ist schon wieder eine ganz besondere Karte gefühlt. Also so, Swantje hat immer ihren eigenen Style und das sieht man da auch wieder. Das ist eine ganz edle Karte, finde ich. Sie hat da mit einer Stanzform gearbeitet, die ich total liebe. Ich finde die wunderschön. Ich habe euch damit auch schon eine Hochzeitskarte gezeigt, eine Vintage-Karte. Da kommt, glaube ich, ja, ich hätte nochmal eine Karte in diesem Style gehabt und ich finde, das ist total schön mit diesem Rahmen im Hintergrund und auch mit diesen Blüten. Das ist so, hat was ganz, ganz Besonderes, finde ich. Und ich mag das auch, wenn das so schön mit Weiß und mit, ich hoffe, ihr seht das, mit, das sieht man, glaube ich, ganz schlecht in der Kamera, seht ihr, der hier mit Pergament so hinterlegt ist und mit den weißen Blättern und so. Also das ist ganz edel. Und auch hier im Hintergrund sind noch so ein paar Glitzerpunkte und auch die Blüten hat sie noch mit Twink of Stella koloriert. Also ganz eine edle Karte. Hier findet ihr die Swantje auf Instagram. Und innen auch gestempelt. Mal schauen, dass ich da alles zuhalte. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Farbkombination mit diesem Weiß und mit dem Pergament. Das macht es immer total edel, finde ich. Und dann mit diesen Stanzformen noch, finde ich wunderschön. Und mit dem großen Etikett finde ich auch eine gute Idee, dass er das hochkant genommen hat. Ich habe das immer irgendwie quer gemacht, aber hochkant ist genauso schön. Oder besser oder gleich gut, wie auch immer. Also das finde ich total schön und das freut mich sehr. Ich finde die Karte sehr edel und sehr elegant. Und ich könnte mir die Karte als Form auch super als Hochzeitskarte vorstellen, wenn man einen anderen Spruch drauf macht oder auch alles Liebe lässt. Das kann man ja machen, zur Hochzeit vielleicht noch irgendwie reinstempelt. Dann wäre das eine total edle Karte für eine Hochzeit auch. Vielen, vielen lieben Dank, Swantje. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ihr Lieben, ich habe noch ganz viele tolle Karten und die nächste ist auch wieder so super schön. Ihr werdet gleich sehen, was sich hinter dieser tollen Karte verbirgt. Einmal die schönen Stiefmütterchen und ein ganz schönes buntes Papier. Die Karte ist von der lieben Petra und Petra mag's bunt. Und das ist auch wieder so eine ganz besondere Karte. Ich muss jetzt nur kurz wieder den Text, wie mache ich's? Bisschen überkleben, glaube ich, ist am besten. Genau, dass ihr das alles schön sehen könnt. Also hier innen drin auch nochmal mit den Stiefmütterchen. Und jetzt haltet euch fest, jetzt geht's los. Wow! Die Petra hat mir auch so einen schönen Blumenstrauß gemacht. Wow, ist das nicht wunderschön? Ich finde das so toll. Weird. Ich finde das wirklich eine mega Sache. Also hier ist es jetzt ein bisschen anders gestaltet wie am Anfang bei der Barbara. Da hat sie die Blumen nach vorne gesetzt. Das sieht auch wunderschön aus. Barbara hat es so ein bisschen kombiniert mit hinten und vorne. Und hier steht es noch ein bisschen mehr so ab, wenn ihr das so seht. Also das macht sich als genauso toll. Und mit diesem Effekt, dass sich da unten die Vase so aufstellt, ich finde, es ist einfach nur gigantisch. Also da, wie gesagt, das ist echt eine wunderschöne Karte. Ganz, ganz tolle Idee und echt cool gemacht. Weil es das so rübergleitet. Ich finde, es ist echt bombastisch. Hier kommt ein Blumengruß, weil ich an dich denke. Total schön, oder? Kann man nicht aufhören und das ist echt bezaubernd. Und das sind natürlich diese Stiefmütterchen einfach total schön. Passen da auch sehr, sehr gut. Petra, wirklich ganz besonderen Dank. Die Karte ist der Hammer und ich freue mich so. Und man kann die so schön hinstellen und ich liebe es. Ich kann nicht aufhören. Dankeschön. Die nächste Karte ist von der lieben Sina und die finde ich auch total schön.
Die ist wieder mit Weiß im Hintergrund gehalten. Ihr seht, da ist eine zweite Schicht drüber gemacht, die ist geprägt. Und dann mit diesen tollen grünen Effekten, also mit Embossing, mit Silber, mit Grün, Türkis, Blau, so. Also ich finde, es schaut mega gut aus. Ganz, ganz tolle Farbkombination. Ich hoffe, es kommt alles so rüber in der Kamera. Gefällt mir total gut. Ich mag das wirklich gern. Und ist irgendwie ein Highlight. Also auch wenn das so in Weiß gezähnt gehalten ist, finde ich echt total schön. Mit diesem geprägten, vorne ein schönes Etikett drauf. Die Etiketten sind auch gestitcht und dann noch embossed. Also echt eine richtig coole Karte. Innen ist jetzt nichts gestempelt, aber finde ich eine ganz, ganz tolle Karte. Vielen, vielen Dank für die coole Farbkombi und für diese farbenfrohe, schöne Karte, Sina. Dankeschön. Die nächste Blumenkarte ist von der Viola und die ist auch wieder wunderschön mit den Stiefmütterchen gearbeitet. Sogar mit meinem geliebten Draht. Zum Geburtstag alles Glück der Welt, also auch total schön. Also die Stiefmütterchen sind echt toll. Das ist, glaube ich, so viel Arbeit, die ich habe es nicht. Aber das ist schon schön, was man damit alles so machen kann. Also ganz toll. Und der Hintergrund ist auch schön, das passt so gut zusammen. Der Rand ist nochmal, tatsächlich nochmal, vielleicht seht ihr das auch. Das sieht im ersten Moment aus, wie wenn das, also das Weiße, dann das Zartlilane und dann kommt ja nochmal so ein kleiner dunklerer Rand, den hat sie, glaube ich, sogar extra mit Stift noch hingemalt. Sehr cool. Schaut richtig schön aus. Hat irgendwie total den Effekt, die Karte, finde ich. Mit dem Hintergrund und mit dem Schimmrigen auf den Blättern. Wunderschöne Karte. Vielen, vielen Dank, liebe Viola. Freut mich sehr. Die nächste Karte, da habe ich mir das Kuvert aufgehalten, weil ich euch gerne das hier in die Kamera halten möchte. Die ist von der lieben Angelika. Da findet ihr die Angelika. Und das ist auch wieder eine besondere Kartenform. Ich muss es nur mal gerade schauen, der Text ist hinten drauf, genau. Dass ich euch den Mechanismus schön zeigen kann. Die ist leider ein bisschen, da löst sich ein bisschen der Kleber. Da muss ich nochmal ein bisschen Kleber nachmachen, nicht dass ich da. Also da hat man hier so ein Fach zum Anziehen. Und dann kommen besondere Momente, sind immer ein Grund zum Feiern. Und heute feiern wir all das Wunderbare an dir. Mit den allerbesten Wünschen. Also das Coolste an der Karte ist, glaube ich, dieser versteckte Wasserfall. Man denkt ja, okay, da geht eine Klappe auf, dann geht eine Klappe auf, dann kommt die nächste Klappe, die nächste Klappe, die nächste Klappe und das finde ich total cool. Also das ist voll die schöne Karte. Wirklich so eine Wasserfallkarte von hinten, wo man nicht damit rechnet, dass es immer noch weitergeht und noch weiter und das finde ich einfach total cool. Kann man auch wieder nicht aufhören. Ist einfach schön. Ganz toll gemacht. Hinten habt ihr viel Platz zum Schreiben. Handgemacht von Otti Stempelt. Und ja, finde ich total cool mit diesem Effekt, dass man das so schön ziehen kann. Ganz cool. Und mit der Mohnblüte extra für mich. Dankeschön, liebe Angelika. Sehr, sehr schöne Karte. Coole Idee, coole Kartenform. Mega. Muss mir merken, dass ich auch mal sowas in die Richtung bastel, dass ich so einen versteckten Wasserfall mal unterkriege. Die nächste Karte ist eine ganz schöne Karte, ganz schlicht von der Vanessa. Hat eine coole Technik. Also ich komme es mal anschauen von nah. Die hat hier so eine Maskentechnik, also dass man hier den Hintergrund abklebt und dann erstmal den Hintergrund gestaltet, dass man halt diese Spot auf diese Blüte hat. Hier unten mit diesem Band mal ganz anders, nicht so glatt hinterlegt, so wie sonst, sondern mal so aufge. Seht ihr das? So aufgewickelt. Und dann hier die Blüte vorne hingemacht und auf die Blüte noch so als kleines Highlight. Seht ihr, dass das ist so doppelt hinterlegt. Also eine ganz schöne Karte. Schlicht und elegant. Ganz edel ist die Karte, finde ich. Innen auch ein bisschen bestempelt noch mit der Blüte. Also auch wieder eine ganz, ganz schicke Karte und eine coole Technikkarte auch. Also das ist auch eigentlich eine einfache Technik, wo aber dann doch viel Arbeit dahinter steckt und wo man einfach mal machen muss, finde ich. Also die ist echt cool. Vielen, vielen Dank, Vanessa. Gefällt mir sehr gut. Jetzt, ihr Lieben, die nächste Karte ist wieder so eine besondere Kartenform. Die ist von der lieben Sarah und die ist auch wunderschön. Wir haben auch wieder dieses Hintergrundpapier. Die Farben finde ich ganz toll. Schönen Geburtstag. Das Stempelset finde ich auch sehr cool. Ganz schön mit den Blüten. Passt super zusammen. Farblich auch ganz toll. Und es ist auch wieder so eine tolle Karte, die man hier so aufpoppen kann. Und man hat hier rechts und links wieder so Felder zum Beschriften. Also das ist die gleiche Form wie bei der Nadine vorher. Aber ich habe jetzt hier den Text drauf. Also ich halte es euch jetzt mal zu.
Aber ihr seht, wie das funktioniert und wie das in der Mitte noch gestaltet ist. Ich mache es mal wieder zu. Also ihr habt hier eben diese Grund zum Feiern Taschen und dann eben hier auch noch diesen Hintergrund. Den hat sie zweifarbig gemacht. Das finde ich jetzt auch eine ganz, ganz tolle Idee. Hier noch Stanzteile drauf gesetzt. Das ist echt eine wunderschöne Karte. Auch wieder so groß. Cool, wirklich cool. Ganz tolle Farbkombination und auch das Papier, das macht sich da richtig gut. Finde ich richtig, richtig schön. Vielen lieben Dank, liebe Sarah. So eine schöne Karte. Cool. Dankeschön. Die nächste Karte ist auch eine coole Kartenform. Finde ich total witzig. Ist von der Sabine. Ihr habt hier eine schöne Schleife. Die kann man dann nach oben ziehen. Und dann hat sie das Papier komplett selber gestempelt. Und in diesem Treppenformat zusammengebaut. Da ist jetzt der Text auf der Seite. Und da sieht man jetzt mal, dass das ganze Papier weiß war. Das ist cool. Also sie hat sich wirklich die Mühe gemacht, auch den Hintergrund noch selber zu gestalten und dann die ganzen Kleeblätter drauf zu stempeln. Ich zeige es euch jetzt mal von so. Da habt ihr den Text nicht drauf. Also hier in der Mitte auf der Rückseite ist der Text. Und so ist das gestaltet, dass ihr hier das Ganze also dreigeteilt habt und dass ihr euch das dann so Ziehharmonika-artig zusammenfaltet und dann hat man hier diese wunderschöne Technik. Sieht ganz, ganz toll aus. Wirklich eine coole Kartenform, eine richtig schöne Kartenidee. Cool gemacht, finde ich. Das kann man auf so viel ummodeln und selber mal ausprobieren. Das ist echt eine ganz, ganz tolle Inspiration. Vielen, vielen lieben Dank, Sabine. Gefällt mir total gut und ich finde dieses Schleifenband auch wunderschön. Und ich hoffe, ich kriege das jetzt wieder so schön drüber. Ich lasse es mal jetzt kurz sicherheitshalber weg, nicht, dass ich noch was kaputt mache. Das mache ich nachher dann drüber. Finde ich echt eine coole Karte. Dankeschön. Mein Stapel wird kleiner. Ich habe noch ein paar, zwei Päckchen habe ich noch da. Auch wieder ganz besondere Sachen. Also die nächste Karte, der nächste Kartenturm, ihr seht es gleich. Ich muss jetzt mal aufmachen. Ist von der lieben Caro. Da kann man hier die Schleife runter machen. Und dann, ich weiß gar nicht, wie ich euch das in der Kamera, wie ich euch das reinhalten soll. Also erstmal mache ich so die Grußkarte an sich. Die schaut so aus. Hier ist der Text innen drinnen. Auch wieder mit dem schönen Kaktus-Set. Ganz toll. Und jetzt das Highlight dieser Karte. Wie kriege ich das für euch ins Bild? Ist nämlich eigentlich so. Wow. Also, das ist doch cool, oder? Kann man auch wieder nicht mehr aufhören. Also, das ist voll die Bombenkarte. Das ist blöd für die Kamera, kann ich es euch nicht richtig reinhalten, aber das ist echt eine Mega-Karte, die man eigentlich so zum Hinhängen irgendwo, die kann man sich wirklich irgendwo hinhängen. Total cool und wirklich schön gemacht und auch ganz besonders, ganz spezieller Effekt von der Caro. Total cool, wunderschönes Papier, schöne Farben. Ihr findet die Caro hier. Und es ist echt mega. So eine richtig fette Karte, wenn man das mal so sagen darf. Also echt cool. Und also das müsst ihr eigentlich vor euch einfach sehen und sagen, oh ja, weil das jetzt in der Kamera wahrscheinlich gar nicht so gut rauskommt. Aber das ist echt eine total coole Karte und wunderschön gemacht. Und also die Kakteen, die sind schon echt schön. Ganz besonders toll. Dankeschön, liebe Caro. Und jetzt habe ich hier noch ein kleines Päckli. Das war auch so süß eingepackt. Ah, von meiner lieben Marion. Das ist auch so wunderschön. Schaut euch das mal an. Also sie hat hier so eine Acetatschachtel genommen, hat die verkleidet mit einer Banderole und mit lauter leckeren Erdbeeren. Da kriegt man so richtig Lust auf Erdbeeren. Und wenn man das jetzt umdreht. Oh, ist das nicht schön? Es ist wunderschön. Das ist so aufwendig und so schön gestaltet. Hier, wow. Ist das schön? Die Marion macht aber immer ganz besondere Sachen. Also ich finde das immer ganz toll, was sie zaubert. Und das freut mich richtig. Und dann eben noch eine ganz, ganz mega, mega, diese coole Karte. Also hier liegt nur das Designerpapier so drin als Verzierung. Wunderschön. Und dann die Karte, genau, der Text ist hinten. Also erstmal von vorne auch wieder unglaublich viel Arbeit, viel, ich glaube, das ist eine Stanzform,
Ich hoffe, das ist eine Stanzform, Mario. Nicht, dass du das mit Hand ausgeschnitten hast. Nee, also ich denke, das ist eine Stanzform. Und dann mit dem Rahmen außenrum, mit den kleinen Hummeln und den Blättern. Also das ist einfach nur total schön gearbeitet. Und ich hoffe, es kommt in der Kamera auch so 3D-mäßig rüber, wie es ist. Also es ist echt eine ganz, ganz tolle Karte. Und wenn ihr die dann aufmacht, hat die auch wieder so einen Pop-up-Mechanismus oder Effekt. Ich zeige es euch jetzt mal erstmal von oben. Also nochmal so. Und ihr seht schon, hier in der Mitte klappt sich was hoch und runter. Und jetzt zeige ich es euch mal noch von vorne. Also da bewegt sich echt ganz viel. Einmal die Schmetterlinge hier unten, dann dieses Schild, das hier so rauswandert. Also da hat man echt, da guckt man und guckt und guckt und boah, es ist so eine schöne Karte. Und alles in diesem wunderbaren Erbe-Style. Also wunderbar. Total schön, Mario. Mir gefällt es unheimlich gut. Ich finde das total schön. Und es hat echt so einen richtig coolen Mechanismus. Ich zeige euch mal ein bisschen so von der Seite. Also man hat hier noch so eine Einkerbung für die Schmetterlinge und da hinten das Schild, das dann noch so versteckt ist. Wie so ein Schlitz, wie so eine Stehaufkarte. So eine ähnliche Kartenform. Also mit diesem Rausdrücken habe ich euch schon mal gezeigt. Die kann ich euch mal hier oben verlinken. Aber das ist nochmal ganz ein anderer Effekt. Also wirklich eine mega schöne Karte. Hinten drauf ist der Platz zum Schreiben und ihr Marion findet ihr hier. Papier und Herz. Und also wirklich total schön. Das ist auch wieder mega viel Arbeit, das da dahinter steckt. Und ich bin einfach nur total dankbar, Marion, für deine wunderschöne Karte und dann auch für alle anderen wunderschönen Karten. Also wirklich, ich bin total geflasht, was ihr euch da alles überlegt habt und wie viel Arbeit da drin steckt und wie viel Zeit. Und ich bin einfach nur happy und ich danke euch von ganzem Herzen wirklich für eure wunderschöne Post und dass ihr an mich gedacht habt. Ganz, ganz lieben Dank. Freut mich sehr, sehr, sehr. Ihr seid ein wunderbares Team und ich, ja, möchte mich einfach nur bei euch bedanken. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ich habe alle. Also, mein Stapel ist jetzt, glaube ich, weg. Wenn noch welche eintrudeln, vielleicht kann ich die als Bilder jetzt noch hier hinten dranhängen, mal schauen. Ich habe gedacht, ich mache jetzt hier kurz in dem Video noch eine kleine Info, weil ich dazu kein spezielles, separates Video mehr machen werde. Es gibt ja wieder Celebration in diesem Jahr. Und ich habe gedacht, vielleicht passt das jetzt auch noch ganz gut. Ihr habt jetzt mal die Karten von meinem Team gesehen. Also, und falls ihr Interesse habt, selber Demonstrator zu werden und wenn ihr überlegt, in mein Team einzusteigen, dann könnt ihr das sehr gerne machen. Ich freue mich immer über Teamzuwachs und wir sind eine ganz, ganz tolle Truppe. Und deswegen dachte ich, kann ich das in das Video noch so kurz einbauen. Ich werde auch nicht ganz viel dazu sagen, einfach nur, wenn ihr überlegt, Demonstrator zu werden und einsteigen wollt, ist jetzt in der Zeit von der Celebration, also vom 3.8., genau, vom 3. August bis 30. September 2021, gibt es wieder ein spezielles Angebot. Und das wollte ich euch nur ganz kurz sagen. Es gibt ja immer im ganzen Jahr dieses Starter-Set, das ihr euch aussuchen könnt. Und zwar müsst ihr da 129 Euro bezahlen und dürft euch Produkte im Wert von 175 Euro aussuchen. Das steht hier auch nochmal in der Celebration-Broschüre drin. Und dann gibt es eben zu manchen Zeiten, wie zum Beispiel eben jetzt, zur Celebration-Zeit noch ein spezielles Einsteigerangebot. Und da ist es jetzt so, da kann man sich zusätzlich noch ein Produktpaket aussuchen. Und ihr habt hier eine Auswahl in der Celebration-Broschüre auf Seite 19. Und ich halte es euch jetzt mal hier rein. Ich hoffe, man kann es lesen. Das ist die Auswahl, die ihr euch gratis ein Produktpaket zusätzlich zu eurem Starter-Set noch aussuchen dürft, wenn ihr in diesen Zeitraum jetzt einsteigen wollt. Das ist natürlich total cool, wenn ihr eh schon mit irgendwas sehr flirtet, liebäugelt, dann könnt ihr euch da noch eins gratis mit reinpacken und das ist natürlich super. Die Infos dazu habt ihr natürlich auf meiner Webseite. Auch alle anderen Infos zum Thema Demonstrator werden sind da aufgeführt. Ihr könnt auf meiner Webseite vorbeischauen, da sind Fragen beantwortet. Ich habe auch schon ganz viele Videos gemacht, die verlinke ich euch jetzt hier oben in der Infobox, unter dem weißen i eigentlich, genau, und könnt euch da nochmal umhören. Ansonsten könnt ihr mir gerne schreiben und ja, wie gesagt, ich freue mich immer über Teamzuwachs gerne und das ist eben jetzt so ein spezielles Angebot während der Celebration-Zeit, das ihr gerne nutzen könnt und da habt ihr noch ein bisschen mehr davon als sowieso schon. Genau. Ihr Lieben, das Video ist, glaube ich, richtig lang geworden. Ich werde mal gucken, dass ich euch das ein bisschen kürze und euch das zuschneide. Nochmal ganz, ganz lieben Dank an diese ganzen wunderbaren Karten. Ich kriege sie gar nicht mehr alle ins Bild. Und Verpackungen und also wunderschöne Post. Einfach nur happy.
Ich krieg's gar nicht alles ins Bild. Das ist noch viel mehr. Es liegt da immer noch was rum. Dankeschön von Herzen für alles. Und ich hoffe, wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch die Karten gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Schaut gerne bei meinen Teamies vorbei. Guckt die Anleitungen an oder schaut, was die Mädels so machen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, abonniert gerne den Kanal. Drückt dabei auf diese Glocke und dann werdet ihr immer informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.